Das wunderbare kleine Paket kam letztens von den Kollegen von Disney an und ich wusste bis dato nicht, dass ich sowas brauche, aber jetzt bin ich großer Fan davon. Das ist das Ulanzi Filmog Ace, im Grunde ein portabler Rauchwerfer, eine kleine Nebelmaschine für alle Einsätze, wo man ein bisschen Nebel brauchen könnte. Und ich habe mir bis jetzt gedacht, meine Fotos, die sind eigentlich ziemlich cool ohne Nebel, aber wenn man sich es genau anschaut, kann man mit dem kleinen Ding doch einiges zaubern und das würde ich euch heute gern zeigen. So, ich muss jetzt meinen eigenen Clip unterbrechen, weil vor lauter Begeisterung habe ich sofort los erzählt und habe euch über diese wunderbaren kleinen Package hier was erzählt, ohne euch zu sagen, bleibt dran, weil am Ende des Videos habt ihr die Möglichkeit selber so etwas zu gewinnen, nämlich tada, hier. Also, schaut zu, hört zu, wenn es euch taugt, mitmachen und vielleicht gewinnen. Punkt Nummer 1, dieses Ding ist super handlich klein verpackt und deppen einfach zu bearbeiten. Das heißt, ich konnte innerhalb von 2 Sekunden damit starten. In Wirklichkeit ist es dieses Gerät, unten kommen Akkus rein, die muss man einmal aufladen. Oben gibt es ein Heizelement, das versteckt sich unter diesem wunderbaren kleinen Ding hier drin. Da füllt man einmal diese Flüssigkeit ein, also diese Nebelflüssigkeit, die man dann verwendet, um den Nebel zu generieren. Da gibt es eine große Flasche, wo man das Ganze hier reinleeren kann. Beim ersten Mal, wenn man es verwendet, soll man es mal 3 Minuten stehen lassen, damit sich alles volllaufen kann und dass die Kanäle alle feuchtig sind. Und dann gibt es da noch so 2, 3 Kleinigkeiten, mit denen man halt den Rauch so steuern kann. Und es ist super, weil, guckt mal, ich drücke einmal auf den Power-Knopf. Das heißt, ich schalte das Gerät ein, das Ding startet hoch, Wölkchen, Wölkchen, Wölkchen. Und innerhalb von kürzester Zeit kann ich dann auf diesen roten Knopf drücken und alles, was passiert, ist, dass Rauch rauskommt. Und ihr seht, das Ding hat ziemlich geruchlos, keine Sorge, ich scherze. Das Ding hat ziemlich Power und es ist super schnell zu bedienen, es ist super schnell aufgebaut, man braucht keine großartigen Instruktionen lesen. Und hier, großes Bonus-Feature, das Ding hat eine Fernbedienung. Das heißt, ich kann das Gerät irgendwo hinstellen oder noch besser fix montieren, weil es hat natürlich auch eine Schraube, damit ich es auf jeden Tripod oder jede Klammerung draufschrauben kann, um dort zu positionieren, wo ich es dann brauchen könnte und kann dann relativ einfach mit diesem Ding einfach auf den großen roten Knopf drücken und Rauch generieren. Und das kann ich in den unterschiedlichsten Arten. Ich kann einstellen, wie stark geblasen wird, wie viel Rauchentwicklung da hier passieren soll, ob es Pulse gesetzt werden, ob das kontinuierlich geblasen werden soll. Und nice, oder? Also ich hatte wirklich unglaublich viel Spaß. Und das, was ich euch heute zeigen möchte, ist nicht nur, wie toll dieses Gerät funktioniert und wie kostengünstig das Ganze ist und wie praktisch, weil ein Magnet klippt das Ding wieder sofort zurück. Kostengünstig, 150 Euro grob im Einkauf. Also wirklich ein Tool für uns Fotografen, das man durchaus im Vorbeigehen mal einkaufen kann, sage ich jetzt salopp. Und dann hat man das. Und dann denkt man sich, was mache ich jetzt damit? Und ich würde euch halt gerne 5 Szenarien zeigen, die absolut super sind, wo ich das Ding schon eingesetzt habe und wo es in nächster Zeit nochmal zum Einsatz kommen wird. Punkt 1, das, wo ich es am liebsten einsetze, ist, ich hätte gerne ein bisschen mehr Drama in meinen Porträts. Also ich mag ja super dramatische und inszenierte Porträts, wenn es ein bisschen außergewöhnlich besonders oder sonst irgendwie cool ist, dann ist das mein Ding, mein Lichtsetter, mein Ding. Und mit diesem Rauch kann man einfach viele coole Effekte und Akzente setzen. Das heißt, wenn ich hier einfach so ein bisschen Rauch ins Bild bringe und dann irgendjemand hier durchschauen lasse und dann in dem Moment abdrücke oder so, großartig. Das Einzige, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, diesen Rauch zu steuern. Das Schöne, es ist nicht wie eine große Rauchmaschine, wo ich drauf drücke, das ganze Studio ist voll und ich muss dann mal 5 Stunden lüften, bis ich wieder loslegen kann, sondern ich habe immer genau das richtige Volumen an Rauch, um ein Foto zu machen, um es zu starten. Wie gesagt, ich kann es irgendwo fix montieren. Ich kann einen Assistent, Assistentin haben, die ums Model herum ein bisschen Rauch macht, um Atmosphäre, um Dramatik, um Spannung reinzubringen. Und wenn ich alleine arbeite, wie gesagt, überhaupt kein Thema, weil die herausnehmbare Fernbedienung erlaubt mir, das Ding einfach mal zu positionieren und dann von hinter der Kamera jederzeit drauf zu drücken, um dementsprechend Rauch zu machen. Das heißt, Porträts, dramatische Porträts, Sportlerporträts, alles, wo man so ein bisschen noch etwas Mystisches hineinbringen möchte, riesiger Tipp, checkt euch so eine Smoke Machine. Punkt 2, das Problem, das wir als Fotografen oft haben, ist diese Bewegung, während der Slow-Motion-Sequenzen und sonst was in Film, Video etc. großartig ausschauen und jede noch so blöde Bewegung episch ausschaut, wenn dann da irgendwer rennt oder tut oder einen Suppenlöffel umkippt oder sonst was. Ist es mit Bildern manches Mal ein bisschen schwierig, diese Bewegung einzufangen? Ja, man kann den Shutter dragen und irgendwelche Verwischungen drin haben oder sonst irgendwelche Effekte machen.
Aber wirklich Bewegung in einem Foto festhalten ist manchmal so ein bisschen eine tricky Sache. Und mit dieser Rauchmaschine kann ich das verstärken, weil ich lege einfach mal Rauch in die Szene und dann, wenn eine Bewegung passiert, irgendwas fliegt durch, irgendwer bewegt sich, wandert dieser Rauch natürlich um die Bewegung herum und akzentuiert die. Also wie wenn ich in einem Comic diese Bewegungsstreifen reinzeichne, kann ich das genau mit dieser Nebelmaschine auch machen. Und das für relativ wenig Aufwand. Ja, das ist super schnell aufgebaut, das ist super kompakt zum Mitnehmen, das ist super schnell im Einsatz und ich kann plötzlich Sachen machen, die vorher nicht möglich waren. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass man einfach die portable Rauchmaschine dazu verwendet, wozu meistens im Fernsehen oder im Film verwendet wird, nämlich um Atmosphäre zu machen, um Haze in die Luft, dass da so ein bisschen ein Rauch ist. Ich kenne das sehr gut von Rockkonzerten oder dergleichen. Da wird einmal 3 Stunden lang die Bühne eingenebelt, nicht damit man nichts sieht, sondern damit man besonders gut die ganzen Lichteffekte und alles dann sieht, was da draufgeknallt wird. Wäre da kein Rauch in der Atmosphäre, würde man diese ganzen wunderbaren Scheinwerfer-Effekte und sonst was gar nicht sehen. Und genau dasselbe kann ich mit dieser Smoke-Maschine natürlich auch im Studio machen und irgendwelche Effekte sichtbar machen, die vorher vielleicht gar nicht sichtbar waren. Sei es irgendwelche Lasersachen, sei es irgendwelche coolen Lichtprojektionen, sei es einfach dieser klassische Moody Sunbeam, der hinten irgendwo durchs Bild ragt. All das erlaubt mir diese Smoke-Maschine relativ einfach und budgetfreundlich zu machen. Wo ich es auch sehr, sehr gerne einsetze, ist, ich fotografiere recht viel Essen und sehr viele Trinks und auch da hat man so ein bisschen das Problem, dass manche dieser Szenen sind halt Still-Lives meistens. Ja? Also Stillleben, die vor sich hin vegetieren, wo nichts Großartiges passiert. Und wenn man ein bisschen ein spannenderes Bild machen möchte, dann muss man da Bewegung reinbringen. Und da kann man sich ein paar Sachen überlegen, wie man das denn zaubern kann. Oder wir verwenden einfach diesen Rauch nochmal als Effekt. Sei es wirklich als einfacher Rauch, der aus einem Café Hefe rausdampft oder ein Kartoffel, der noch irgendwo leicht dampft, damit man einfach diesen Dampf, der normalerweise sehr schwierig ist einzufangen, festhält. Oder als Special Effekt, als raucht aus dem Glas heraus mit dem Special Cocktail oder irgendwelche Dry Ice Effekte um einen Teller herum. Und das Schöne ist, genau für diesen Trockeneis Effekt gibt es einen eigenen Aufsatz. Also es gibt hier unterschiedliche Aufsätze. Der einfachste ist einfach dieser, ich blase ums Eck quasi und kann damit hinlenken, wo ich hin möchte. Dann gibt's die flexibleren Aufsatz, wo ich mit diesem Ding genau in jeder Falte, Ecke oder sonst irgendwas mich positionieren kann, wo ich hin möchte. Und dann gibt es diesen kleinen Stoffstöpsel, wenn wir mal wieder sehr salopp sein wollen, der jetzt nicht spektakulär aussieht, der so ein bisschen ausschaut wie vom Mikrofon, was man kennt, aber der einen sehr schönen Nebeneffekt hat, und zwar, er simuliert Trockeneis. Das heißt, wenn dieser Stöpsel drauf ist und ich jetzt mit meinem Nebel anfange, dann rinnt das vorsichtig runter wie eben Trockeneis und bleibt hier liegen, kommt hier raus und macht einen großartigen Effekt, den ich eben gerade bei meiner Suppenschüssel, bei meinem Cocktail, bei meinem Drink in Szene setzen kann. Und ich bin jedes Mal wieder fasziniert, ein kleiner Druck und wie viel Nebel und wie viel kontrollierter Nebel man da hinkriegt. Also echt sehr, sehr, sehr cool. Und meine Food Photography wurde ebenfalls damit aufgewertet. Und das Letzte ist, ab und zu, sagen wir uns ehrlich, müssen wir langweilige Fotos machen. Es gibt Produktfotos, die sind weltbewegend, es gibt Aufnahmen, wo man denkt, und dann zermartert man sich das Hirn und überlegt, wie kann ich das jetzt ein bisschen cooler machen und spannender machen und ja, vielleicht bringe ich eine Person rein, die eine Hand hat, damit das ein bisschen Emotion ist und Human Touch und weiß ich was alles. Mit Rauch kann man das auch machen. Mit Rauch kann ich jede noch so langweilige Szene aufwerten und ein langweiliges Produktfoto zu einem echt coolen Foto machen, weil es halt ein Feature ist, das nicht ganz so oft bis jetzt verwendet worden ist, weil die Tools dazu nicht verfügbar waren und weil man halt jetzt die Möglichkeit hat, das einfach zu machen. Finde ich ganz, ganz großartig. Bonustipp übrigens, wenn ihr schon dabei seid, schaut, dass ihr Videomaterial davon einsammelt. Natürlich sind diese Fotos mit dem ganzen Rauch sehr, sehr schön und sehr, sehr cool. Aber gerade diese Bewegung, gerade wenn ihr da nochmal super Slow-Mo draufhaut, vielleicht noch mit einem Lichteffekt gepaart oder sonst irgendwas, erzeugt wirklich schöne, stimmungsvolle Bilder. Das heißt, schaut, dass ihr euch mit dem Video auch ein bisschen auseinandersetzt. Gerade für Instagram ein kurzes Reel, super Slow-Mo, Rauch, gewonnen. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Gut, das waren meine 5 Tipps, was ihr so mit einer kleinen portablen Rauchmaschine machen könnt. Das Schöne ist, die ist wirklich super einfach zu bedienen. Es gibt da zum Nachfüllen dieses kleine Setup. Es gibt diesen einen Stöpsel, den man drauf und reinsteckt. Es gibt hier dieses Schutzgitter. Fertig. Es schaltet sich automatisch ab, wenn man eine Weile lang labert und es nicht verwendet. Man kann es hier reintun, man kann es hier zumachen und zack ist der Case verschlossen. Und man kann auf Location fahren und shooten. Ein weiteres super neues Toy für meine Trickkiste, wenn ich irgendwo unterwegs bin zum Fotografieren.
Und das Allercoolste ist, die Kollegen von Disney waren nicht so nett, mir nur eins zu schicken zum Testen und auszuprobieren, sondern sie haben mir ein zweites geschickt, das ihr heute gewinnen könnt. Das heißt, springt runter in die Kommentare, lasst mir einen Kommentar da, was ihr als erstes mit dieser Rauchmaschine anstellen würdet, welche Fotos ihr machen wollt und mit etwas Glück könnte sie euch gehören. Also, ab in die Kommentare und keep smoking!